Ich habe mich für etwas entschieden. Weg damit. Ich benutze das Teil eh nicht. Weg mit Energie. Weg damit. Und weg damit. So. Dann habe ich jetzt genügend Geld für den letzten Anzug, liebe Leute. Glaube ich jetzt einfach mal, weil so viele Kapitel haben wir jetzt auch nicht mehr vor uns. Deshalb hoffe ich mal, dass wir jetzt noch ein schönes neues Upgrade bekommen. Hat ja auch jetzt ordentlich Geld gekostet. War das eigentlich jetzt ein Soundbug, dass man da jetzt nichts gehört hat? Auf jeden Fall sind wir jetzt sehr fein gepanzert. So. Erhöhtes Inventar ist jetzt voll nutzbar. Genauso wie... wie wir... Also der wirkt jetzt damit schon insgesamt etwas klobiger. Textlock. Unitology Artikel. Gemeinsam werden wir auferstehen? Fragezeichen. Von Carrie von Otgen. Bla 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 bla. Wenn ihr das alles durchlesen wollt, könnt ihr ja wie gesagt auf Pause drücken. Marker. Ja. Bla bla bla. Secret Mission, bla bla bla. Das ist mal wieder ein längerer Text. Niemand spricht je darüber. Eingeweihte. Was ist das für ein Text? Bla bla bla. Transformation und Wiedergeburt. Die Buddhisten hatten da ja auch sowas. Mausoleumsschiff. Fortsetzung auf Seite 94. Gleich finden wir Elmer Wake. Wie dieses wunderbare Lied am Singen ist. Wir haben noch eins. Ja, dann erhöhen wir mal die Energie des Stase-Moduls. Dann können wir das jetzt wahrscheinlich einmal mehr benutzen. Das Wohndeck. Da sollen wir hin. Dann schauen wir uns mal um. Ah, nein, du krankes Schwein. An welchen Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, wenn alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf ihre Transformation. Ah ja. Ihre Wiedergeburt. Was machst du denn? Sind mit Sie bereit aufzuerstehen, Mr. Temple? Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon Ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen! Sie sind bereit. Nehmen Sie sie an. Heißen Sie sie willkommen. Danke, Schwein. Trieft ja immer noch. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass... Bitte warten. Geöffnet. Aha. Hier passiert doch gleich irgendeine Scheiße. Weil ich mich hier überhaupt nicht schnell bewegen kann. Hier passiert irgendeine Scheiße. Earth, Spring Mountain, Back Home Flavor. Ach, ich soll da auch noch rein. Speisesaal. Hahaha. Ja.
Musik ist auch mal wieder interessant. Na, komm. Munition. Das Seltenste, was man hier in dem Spiel kriegt, ist Munition. Oh. Friends. Friends Scout 24. Kleine Krabbelfiecher. Kommen wir jetzt hier direkt hoch? Würde mich ja nicht wundern. Wie? Ah. Neue Freunde. Erstmal denkt er jetzt bestimmt nach, wie der hier reinkommt. Rancid Moon. Coming soon. Haha, es reimt sich sogar. Und dieser Satz auch. Har har. Har har. Har har. Ein Energieknoten ist da hinten. Werfen wir den mal. Ach je. Mal schauen. Irgendwie habe ich null Angst vor diesen Krabbelfiechern. Hm? Irgendwie kriege ich gerade haufenweise Strahlmunition. Wie die Scheiße am Triefen ist. Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass wir hier gleich Besuch kriegen? Und das nicht von der netten Sorte. Aber das sollte ja sowieso jedem klar sein. Ja, ja, ja. Ja, schrei ruhig rum. Wo müssen... Hä? Was sollte ich hier unten... Sollte ich überhaupt runter? Interessante Theke, das jetzt aber auch geworden ist. Da ist bestimmt noch Cognac und so drin. Falls jemand Probleme hat, konnte er seine letzten Sorgen bestimmt ersaufen. Ihr seid lustig. Wofür soll... Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und ich weiß, dass Sie es interessieren wird, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navikarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beeilen Sie sich. Ich hab die Navikarten. CEC, wir bringen die Menschen in die Zukunft. Hehehe. Ja, durch Mutation und so ein Scheiß. Alles. Das sieht nicht nett aus.
Ich hab ein Gefühl. Gehst mir aber auf den Sack. Ach. Die am Nerven sind. Komm doch, so eine Strahlmunition haben wir fast unendlich. Da haben wir nochmal was bekommen. Wie ekelhaft das ist. Bläh. Das ist meine Rie. Aufzug da, da. Dort hinten ist noch was zum Öffnen. Oh, Strahlmunition. Ja, das ist verwunderlich. Da können wir doch gar nicht lang. Das Interessante ist, es ist verschlossen. Aha, wann habe ich denn den Schlüssel aufgenommen? Gut. Gar nicht verwundernswert. Gar nicht verwundernswert. Gleich wird wieder mal ein schneller Cut gemacht. Kommt da was? Nein. Langweilig. Haben wir was zum Heilen? Nee. Muss ich jetzt etwas aufpassen? Aha. Apropos Heilen. Gluck. Das Problem ist, ich muss auf Toilette. Darum werde ich den Cut jetzt schon machen. Und gleich geht's dann hier weiter. Dann schauen wir mal, was er so gegrummelt hat hier. Im Schlafblock, hier schläft irgendetwas. Das werden wir aufwecken. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dead Space. Ich habe das Gefühl, das sage ich zu oft.